Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. So, nachdem ich letztes Mal der Werksfahrer so krass geärgert hatte, sollen wir nochmal schauen. Ich muss mir den 49er, glaube ich, noch. Ne, hab den schon. Muss ich mir nicht kaufen. Okay. Dann. Getuned habe ich ihn aber schon, ja. Na gut. Dann wollen wir uns diesen Mumpitz hier mal angucken. Den Flop Porsche. Der war damals halt einfach schlichtweg der Flop. Drei, zwei, eins, los! Karre hier mal durchquälen. Guck mal, ob ich die Strecke überhaupt noch drauf habe. Oh gut, hat mir keinen Schaden gemacht. Ich bin nur so leicht angepitcht anscheinend, dass das nichts ausmacht. Aber gut. Ja, der hat so ungefähr die Power von Golf 2, ne? Aber kein GTI. Ja, so 1,6 Liter, ne? Er schafft auch bergab dann mal 180. Pfeife da noch überholen, dann habe ich schon mal meinen ersten Platz gesichert. Ah. Das ging jetzt aber nicht ohne Schäden in der Kurve. So ein Scheiß. Zumindest nicht in dem Moment hier gerade. Das ist auch nicht gerade einer meiner Lieblingsstrecken hier, der Schwarzwald. Aber da gibt es eigentlich noch ganz andere Strecken. Ziehen wir schön übers Grün hier, solange wir beschleunigt.
Ach, gib doch nicht über so eine schöne Runde Need for Speed Porsche. Das Spiel war echt eine Legende, ja. Den Schwarzwald haben wir schon mal hinter uns gelassen, das ist ja schon mal echt nett. Du bist auf dem ersten Platz. Yeah. Du führst die Turniertabelle an. Nein. So und nicht anders, ja? Gucken, wie sieht denn das aus hier? Gibt es tuningmäßig hier schon den größeren Motor? Nee, leider noch nicht. Man konnte ihn dann später gebraucht kaufen. Oder vielleicht sogar auch als neue Wagen. Mit 2 Litern statt 1,7. Aber das geht wohl erst, wenn man den 914er durchgefahren hat da. Aber gut. Das muss ich schleunigst auch tun später für die Turniere der abgeschlossenen Ehren da. Drei, zwei, eins, los! Die Details hier mit dem Scheinwerfer ist auch voll geil. Sie echt hochfahren. Ob das Einfluss auf die Dynamik, die Aerodynamik vom Wagen nimmt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Im Spiel während des Fahrens. Habe ich noch nie ausgiebig getestet oder drauf geachtet irgendwie. Eine Möhre. Na, schaut ihr euch, ja. Fahren wir hier durch unseren schönen Schokoladentunnel hier. Fangen hier und jetzt ziehe ich noch eine ab, wa? Oh, da bin ich ja sogar abgedrängt, wa? Es ist voll in die Mauer rein. Ah, da kommt schon der nächste von rechts. Mal gucken. Kriegt mir aber nicht. Sieht jedenfalls nicht genau aus, ne? Tage mal kein Let's Play gemacht, sondern auf einer Retro-Kiste mit Windows XP, Need for Speed 4, brennender Asphalt, geht da wunderbar mit dem HP EP Pack da, Extended Pack da, gar kein Problem, Spiel drauf, Patch drauf, läuft. Soll auf Windows 7 eigentlich auch so gehen, aber irgendwie ab einem gewissen Update dann wohl nicht mehr anscheinend. Lässt es sie nicht mehr installieren und solche Geschichten. Mal gucken, weil ich habe auch keine Lust wegen dem einen Spiel hier alles neu zu installieren.
Dafür habe ich aber noch so viele Projekte offen, dass ich das dann auch noch anfange. Oh, geschafft. Ab dafür, würde ich meinen. Du hast das Rennen gewonnen. Du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Jo. Oh, ich bin die ganze Zeit mit Blinker gefahren. Das ist auch lustig. Das speichere ich mal unter Blink Uhr abgeht. Mehr geht nicht. Das ist dann was für die Spaßecke in einem extra Video. Das sieht bestimmt lustig aus, wie ich den abgedrängt habe. Und wie ich die ganze Zeit vor allen Dingen mit dem Blinker nach rechts fahre. So, Klasse 3 oder Klasse 2? Jetzt muss ich mal gucken. Genau, den kann man nämlich jetzt mit 2 Litern kaufen. Das mache ich auch. Damit ich diese 1,7er Schippe hier loswerde. Ne? Weiß es gar nicht. Ich die Teile ausbaue, geht das nicht. Ne? Ja, hätte ich mal aufgehoben. Ne? Egal. Ich verzwirbel den jetzt mal hier. Für 12.000. Dürfte eigentlich auch gehen. Ja. Dann kann ich den später tunen. So. Ich brauche jetzt aus der goldenen Ära, ne? Ja, klassisches Clubrennen. Turniere. Ich befinde mich in der goldenen Ära und davon brauche ich jetzt Klasse 3 oder 2. Ich könnte mit dem wahrscheinlich antreten, aber das ist ja nichts hier. Tage. Oh yeah. Oder doch ein Coupé? Ich glaube, ein Coupé besitze ich schon, nur in Elfer, ne? Ja, da möchte ich doch gerne einen Tage haben. So, jetzt geht diese. Oh, kann ich das Getriebe hier verwenden bei dem vielleicht? Ups. Leider nicht. Also muss ich komplett Höchstleistungsauspuffsystem, Umbausatz für chronischen Luftfilter, Ausleistungsvergaser. Schwungscheibe, großes Drosselklappengehäuse. Die Musik war echt toll. Da kann man nicht meckern. Tuning-Geklicke hier. Bei dem mache ich das jetzt einfach mal. War weniger eine Herausforderung, aber ich wollte ja mal richtig was unterm Arsch haben hier. Ja, dann verkaufe ich diesen ganzen Frust hier einfach mal. Bisschen das Geld wieder reinspülen.
Oh, ich kann die Reifen von dem gar nicht bei dem verwenden, ne? Nee. Sehr ärgerlich. Aber gut. Industrielle Zone, damit geht's los. Boah, jetzt fängt das an, auch Gebühr zu kosten. Das ist hart. Das ist richtig hart. So. Von der Zeit her ist das jetzt gerade wieder so, wir machen nochmal eine Runde Werksfahrer. Was müssen wir machen hier? Zeitlimit, okay. OBS brauchen wir nicht. Das kann ich auch so machen. Indem ich halt so abgehackt bremse. 3, 2, 1. Die Nummer. Los! Mal gucken, ob wir das packen hier. Ja, die Regentropfen, schöner 3DFX-Effekt hier. Das hat doch was. Dass bei dem Spiel schon 3DFX exklusiv war, weiß ich nicht. Dann noch, sagen wir mal so, sagen wir besser noch 3DFX exklusiv. Na, komm schon. Boah. Müssen wir noch schaffen hier. Ping. Ich sehe es gerade gar nicht, weil ich hier mein OSD drüber habe. Aber ich habe es wohl geschafft, ne? Mal gucken, ob wir noch einen schaffen hier. Eigentlich kann man sich das nochmal trauen. Was kommt denn als nächstes? Ah, okay. Da geht es jetzt schon darum, dass ich meinen ersten Wagen dann bekomme. Und das nehmen wir natürlich an. Jetzt habe ich. Nee. Den habe ich jetzt schon, ne? In Evolution, oder? Wenn ich jetzt gucke hier. Ah, ärgerlich. Und ich habe mir den da gekauft, ja. Ach du Scheiße. Das hätte ich wissen müssen. Aber gut, dann muss ich mir genau diesen Wagen für ein späteres Turnier nämlich nicht kaufen. Nämlich das hier. Insofern ist das auch in Ordnung. Ja. Ja, komm, haben wir gerade gesehen. Traktion nehmen wir ruhig mit. Mal gucken hier. Ich glaube, ich muss mit dem noch wieder mal durchpesen, ne? 3, 2, 1, los! Das hatte ich Let's Play-mäßig ja auch eigentlich schon mal gefahren. Aber alles Fujikato auf meinem anderen Kanal, ne? Und war aber auch eh nicht so gut von Qualität her. Uah. Die Aufnahmemöglichkeit da noch nicht so gegeben war halt. Auch vom Wissen her nicht, von den Settings her. So, jetzt haben wir hier wieder Bullen am Arsch, ne? Zum Beispiel auch eine Strecke, die ich nicht so gern habe. Die nicht so gut kenne irgendwie. Aber wir wollen mal gucken, wie gut ich das schaffe hier. Da muss man reagieren. Ja, schon ist die Sache im Sack.
3, 2, 1, los! Ich bin früher immer so gefahren hier. Aber das Spiel hier will eine Simulation sein, also hört sich das so hier. Ja, die geilsten Manöver hier, ja. Was hat er da gemacht denn dann hier? Vollkommen abgedreht. Naja. Kurz an die Eisen rechts rum vorbei, ey. Voll geil. Ich feier das. Ja, da muss ich mir irgendwas mit dem OSD überlegen. Das ist halt doch oft auch doch von Nachteil. Dass irgendwo drüber liegt, wo es nicht drüber liegen sollte. Kann man das vielleicht auch ein bisschen niedriger machen? Das wäre dann schon perfekt. Muss ich mal schauen im RTSS. Solide durchgeprescht jetzt, wa? Ja komm, zum Abschluss gucken wir uns das noch an, wie ich gefahren bin hier. Und ja, ich verabschiede mich schon mal und lass das jetzt durchlaufen. Bis denn dann.